Bald kommen die neuen Folgen Amphibia. Krasse Aktion. Aber habt ihr noch einen Überblick, was bis jetzt alles passiert ist? Also, was habe ich verpasst? Ich würde sagen, so ziemlich alles. Dann kommen jetzt die Ereignisse im Schnelldurchlauf. Das ist echt total aufregend. Das ist Anne. Wie sie in Amphibia gelandet ist, wissen wir noch, oder? Das hier hat mich hierher gebracht. Und das hier wird noch richtig wichtig. Also merkt euch das. Dieses magische Kästchen hat Anne in eine andere Dimension voller froschiger Kreaturen gesaugt. Ungefähr 90% davon wollen sie übrigens fressen, aber nicht die Planters. High five! Ist das ekelhaft. Das ist die nette kleine Familie, bei der Anne unterkommt. Hop Hop, Sprig und Polly. Ganz klar, die Kugel will mich umbringen. Wir finden einen Weg, dich nach Hause zu bringen. Aber Anne ist nicht der einzige Mensch in Amphibia. Bom, 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 bom. Das ist Sascha, Annes Freundin. Sie wird von fiesen Kröten gefangen gehalten, aber nicht mehr lange. Dieses Wesen kann gut kämpfen. Das könnte mir von Nutzen sein. Eines Tages marschieren die Kröten in Wardwood ein, wo die Planters leben. Sascha ist keine Gefangene mehr. Sie ist jetzt die rechte Hand von Captain Grime? Steile Karriere. Unter einem Vorwand locken die Kröten das ganze Dorf in ihren Krötenturm. Dort wollen sie Hop Hop an eine übertrieben große, fleischfressende Pflanze verfüttern. Weil, warum auch nicht? Sie denken, er wäre ein Rebell. Genau. Anne verteidigt ihre neue Familie und muss auf einmal gegen ihre eigene Freundin kämpfen. Sie schlägt Sascha, die super dramatisch vom Turm stürzt. Drama, Drama, Drama! Aber von Captain Grime gerettet wird. Eine dramatische Wendung. Jetzt, wo das Dorf wieder in Sicherheit ist, reisen die Planters nach Nutopia. Dort hoffen sie, schlaue Leute zu finden, die ihnen mehr über diese merkwürdige Schatulle sagen können. Ich hab euch gesagt, die wird noch wichtig. Wieso vergräbt Hop Hop das Ding? Als sie in Nutopia ankommen, treffen sie dort Marcy, noch eine Freundin von Anne. Die ist inzwischen Chefin der Rittergarde von Nutopia und arbeitet für den König höchstpersönlich. Hallo! König Andreas findet ein Buch unter dem Schloss, in dem steht, was man mit dem magischen Kästchen machen muss. Endlich! Hat ja auch nur fast 2 Staffeln gedauert. Mir ist das total egal. Anne und Marcy müssen zu 3 Tempeln reisen und dort die Juwelen auf der Schatulle aufladen. Dann erst kann man mit dem Ding wieder in eine andere Dimension springen. Das ist die erste richtige Chance, nach Hause zu kommen. Und das war's auch schon. Jetzt bist du auf dem Laufenden. Okay, krass. Also, wie wär's jetzt schon mit Pfannkuchen? Oh ja, gute Idee. Gehen wir. Moment, Moment, Moment. Was ist eigentlich aus Sascha geworden? Was planen diese gruseligen Mönche? Und wieso wird Anne die ganze Zeit von einem komischen Froschroboter verfolgt? Echt verrückt. Das gefällt mir. Wird Zeit, dass die neuen Folgen kommen, stimmt's? Ich bin jedenfalls völlig fertig. Amphibia, die neuen Folgen ab 13. September im Disney Channel.